die beste Integration ist der Sport. Egal, ob jetzt Fußball, Handball, Basketball, Tennis, ganz egal was. Da verschiedene Kulturen, Religionen, Menschen miteinander spielen und Freude haben, und das macht mich auch sehr stolz. Von unserem Jahrgang, der dann in der Champions League Quali-Tore schießt, der gegen Salzburg jetzt überragendes Spiel gemacht hat, viel Kraft der Fußball hat, ob da die Spieler weiß, schwarz, grün, blau, egal was sind, die spielen miteinander, die arbeiten miteinander, die sind Freunde miteinander. Hallo Martin, servus. Du bist der erste Gast bei Max fragt nach, quasi Weltpremiere. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, servus Max, danke. Das freut mich sehr, dass ich der Erste bin. Ich hoffe, wir werden sehr erfolgreich sein, oder du wirst sehr erfolgreich sein mit deinem Kanal. Und es wird dann in 10 Jahren Rückblick geben und wir sind dann wieder... Warst du der Erste? Sehen. Genau, so ist es. Ja. So, hast du zum Rasieren vergessen oder was ist da passiert? Ja, guter Hinweis. Na, das ist diese Aktion, die aus England kommt, wo ja der Schnurrbart abgekürzt Mo heißt. Mhm. Und im November lassen sich viele Leute ein Schnurrbart wachsen, und Movember wird es dann bezeichnet, um einfach auf die Vorsorgeuntersuchung bei Männern mitzumachen. Und nachdem es bei mir oben mit den Haaren immer so gut ausschaut, habe ich gedacht, bei der Aktion kann ich mitmachen, und lassen wir deshalb im November auch einen Movember wachsen. Ah, du hast mir schon verraten, deiner Frau gefällt es nicht so. Ich muss da sagen, als Bartträger steht natürlich super. Also. Danke. Wollen wir vielleicht mit einer kleinen Geschichte beginnen? Du hast uns nämlich 2 superschöne Trikots mitgebracht. Was können wir über die erfahren? Was dürfen wir die erfahren? Was gibt es da zu wissen? Ja, fangen wir mit der kürzeren Geschichte an. Das eine ist wie unschwer zu erkennen. Trikot vom FC Barcelona. Barcelona ist meine absolute Lieblingsstadt, wo ich in Nicht-Corona-Zeiten versuche, 3 bis 4 Mal im Jahr dort zu sein. War schon in La Masia, das ist die Nachwuchsschmiede vom FC Barcelona, auf Besuch, habe dort hospitieren können. Und ja, liebe diese Stadt, diese Vielfalt, diese Kultur, das Essen, die Leute, eigentlich alles dort. Und deshalb ein Trikot vom FC Barcelona. Ja, und das zweite ist ein Trikot vom SKN St. Pölten. Hat natürlich auch eine besondere Bedeutung für mich. Ich bin ein gebürtiger St. Pöltener und konnte mit meiner Mannschaft, mit meinem Trainerteam, mit dem ganzen Verein einiges dazu beitragen, dass wir A, in den Profifußball wieder zurückgekehrt sind, und B, dass es dort mit Unterstützung vor allem des damaligen Landeshauptmanns Dr. Erwin Bröll, den ich nach wie vor zu meinen Freunden, aber sehr guten Bekannten zählen darf. Und gleich liebe Grüße, vielleicht schaut er ja genau, zu. Genau, dieses tolle Stadion, die in der Arena gebaut wurde, die einfach für den Fußball in St. Pölten, in Niederösterreich, aber auch in ganz Österreich einen sehr wichtigen Schritt bedeutet hat. Und deshalb verbinde ich natürlich mit diesem Trikot und mit dem SKN speziell sehr schöne und gute Erinnerungen. Sehr gut. Das heißt, die Frage, ob Real oder Barca, die braucht man dir nicht stellen? Nein, die braucht man mir nicht stellen, die ist eindeutig zu beantworten. Sehr gut. Wir kommen dann wahrscheinlich eher bald einmal gleich zum SKN zu sprechen. Wir sind heute in Herzogenburg. Du bist Herzogenburger, ich bin Herzogenburger. Was verbindet dich mit der Gemeinde Herzogenburg? Wie ist es entstanden? Ja, wie kurz erwähnt, ich bin ein gebürtiger St. Pöltener, und habe dann die Liebe hat mich nach Herzogenburg gebracht. Meine Frau ist gebürtige Herzogenburgerin. Und wir haben uns da Ende der 90er Jahre sind wir hier sesshaft geworden. Und ja, ich fühle mich inzwischen als Herzogenburger. Mir gefällt es unheimlich hier. Ähnlich wie meine Heimatstadt St. Pölten hat sich ja Herzogenburg in den letzten Jahren sehr, sehr toll entwickelt. Es gibt ein breites Kulturangebot. Es gibt sehr viele Freizeitmöglichkeiten. In der Zeit, wo ich da sesshaft geworden bin, ist ja auch die Eröffnung des Freibades gekommen. Das war, glaube ich, auch Meilenstein für Herzogenburg, ein großer Schritt. Und ich liebe vor allem auch die Nähe zu den Heurigen, die Natur, die meine unmittelbare Umgebung hat. Und also es liegt perfekt. Man ist in kurzer Zeit in St. Pölten, in einer größeren Stadt, man ist in Krems, was schön ist, man kann Skifahren, man ist in Wien, in einer Weltstadt. Also kommt zu Herzogenburg, das ist schön zu leben. Ja. Und ich glaube, du hast ja deine Fußballkarriere in Herzogenburg begonnen, oder wie ist denn das eigentlich? Na, begonnen habe ich es auch in St. Pölten, beim SC St. Pölten, beim ältesten Verein von Niederösterreich.
Aber ich habe dann auch gespielt beim SC Herzogenburg als Stürmer mit legendären Spielern wie Matthias Schomogi, Alfred Hagel, Rudi Alfons, Teufel, Lidl und so weiter. Also da waren richtige Legenden aus Herzogenburg dabei, haben wir eine tolle Zeit gehabt und bin dann auch zweimal Trainer gewesen beim SC Herzogenburg. Einmal nicht so erfolgreich, da sind wir aus der ersten Landesliga abgestiegen. Und beim zweiten Versuch 2005 sind wir dann Meister der zweiten Landesliga geworden und in die erste Landesliga aufgestiegen. Und nach einem halben Jahr erste Landesliga hat mich dann der SKN geholt und diesem Ruf, dieser Verlockung konnte ich nicht widerstehen. Also war Herzogenburg das Sprungbrett quasi für einen Profifußball, oder kann man das so? Genau, also für den SKN und in der ersten Zeit, wo ich dort war, das war die Regionalliga, da haben wir vor 200 Zuschauern gespielt, da war von Profifußball noch lange keine Rede, aber wir haben absolut auf junge einheimische Spieler, die in der Akademie St. Pölten ausgebildet wurden, gesetzt und dieser Weg ist einfach belohnt worden und eine Belohnung davon war die Rückkehr in den Profifußball, 1,5 Jahre später, dann 2008 im Sommer. Mhm. Du bist heute Profifußballtrainer. War das dein Ziel? Oder kann man sowas als junger Mensch überhaupt werden wollen? Gibt es Personen? Ich glaube, in Deutschland der Julian Nagelsmann mit unter 30 herum, genau, trainiert da schon eigentlich ältere Spieler. Ist sowas ja heutzutage schon normal? Oder wie hat sich das einfach verändert? Also das Trainergeschäft hat sich absolut verändert. Ich habe in meiner Ausbildung zum Profitrainer meine Abschlussarbeit auch zum Thema die Entwicklung des Trainerberufes in den letzten 30 Jahren geschrieben und vorher natürlich ausreichend oder viel recherchiert. Trainer sein ist inzwischen ein Riesenumfang. Also früher war der Trainer der geschaut hat, dass die Spieler das Tor treffen und ob der Hansi oder der Seppi spielt. Inzwischen bist du so ein umfassender Coach, fast Manager deines Betreuerteams im Profifußball und Manager deiner Spieler im persönlichen Sinn. Zur Ausgangsfrage zurück, ein Ziel war es nicht. Ich wollte da nicht so richtig Fußballer werden. Mein Traumjob als Kind war immer Sportjournalist. Das habe ich auch erreicht, weil ich war nach meiner Zeit beim SKN fast 4 Jahre bei Sky Sport Austria als Fußballexperte tätig und gleichzeitig habe ich in der Sportzeitung, die es leider jetzt nicht mehr gibt, wöchentlich Kolumnen und Analysen geschrieben. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das war mein Traumberuf. Selbst in meiner Zeit in Herzogenburg mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gewusst, dass es mir liegt. Also Grundvoraussetzung, das muss man sagen, als Trainer ist, man muss Menschen mögen, weil sonst das ist nicht gut. Und ich glaube, das kann ich, bin sehr neugierig, ich gehe immer auf Leute zu, möchte wissen, wer die sehen, wo die herkommen, was die machen. Das interessiert mich immer. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, eben Menschen zu mögen und neugierig zu sein. Und aber ein Ziel war es nie, es hat sich dann einfach ergeben. Ich habe lange im damaligen jetzt als Bildungssektor Landesschulen für Niederösterreich als Gruppenleiter der Schülerbeihilfenabteilung gearbeitet, habe dann die Möglichkeit gehabt, mein Beschäftigungsausmaß auch zu reduzieren. Das war im ersten Schritt ganz, ganz wichtig, weil ich noch nicht sicher war, ob die Karte Profitrainer auch zieht. Und und seit einigen Jahren bin ich jetzt Profitrainer und es war ein toller Schritt für mich, macht irrsinnig Spaß und meine Kerze brennt noch heller und noch motivierter als am ersten Tag. Sehr gut. Wie kann man sich so einen klassischen Tag von Martin Scherb vorstellen? Wann läuft der Wecker, wann gibt es Frühstück? Wann steigst du ins Auto und fährst durch Wien wahrscheinlich? Oder? Den klassischen Tag gibt es bei mir eigentlich nicht, weil bei mir ist kaum eine Woche wie die andere. Das eine ist, ich bin ja auch Nachwuchsteamchef der aktuellen U18-Mannschaft im ÖFB. Da haben wir so 7 10-tägige Lehrgänge pro Jahr im Regelfall, plus Qualifikationen, plus Vorbereitungsspiele. Wenn so eine Woche ist, sind wir ja gemeinsam, sage ich, in Linderbrunn, in der Sportschule, wo wir Top-Möglichkeiten haben, oder in anderen Sportschulen und bereiten uns dort vor. Das heißt, da bin ich nicht zu Hause. Dann im Vorfeld oder auch im Nachfeld oder in der Nachbetrachtung solcher Lehrgänge ist natürlich viel zu tun. Du analysierst die Gegner, du sprichst dich mit deinen Trainern ab, wie die Woche ausschaut, du mit dem ganzen Betreuerteam. Inzwischen sind wir 10 Betreuer bei so einem Lehrgang dabei. Also ist auch sehr umfangreich geworden. Es muss natürlich in der Organisation alles passen und ich will immer von meinen Spezialisten auch wissen, wie der Plan ist und die machen dann die Detailarbeit.
Dazu leite ich beim ÖFB das Projekt 12, das ist das Spitzenförderungstalenteprogramm. Da werden die besten 25 Spieler Österreichs nur mal individuell gecoacht. Davor haben wir noch alle zwei Monate mal sogar nach Vorarlberg und nach Tirol, aber sonst viel nach Wien natürlich. Und dann habe ich beim ÖFB natürlich viele, viele Sachen zu tun. Und ob das kann aber mal am Montag sein, wo ich nach Wien fahre, gleich in der Früh oder erst am Nachmittag. Oder jetzt war am Samstag von 11 bis 15 Uhr Spiele in der Akademie, Austria Rapid anzuschauen. Und dann habe ich mir einer der wenigen Privilegierten, die bei Geisterspielen auch dabei sein dürfen, so wie sie jetzt ist, einmal SKN gegen Wattens angeschaut, weil da auch sehr viele Spieler sind, die für unser 21-Team spielberechtigt sind. Also so eine Routine wie manche andere habe ich nicht. Das hat für mich ist es spannender, weil eben wie gesagt keine Woche wie die andere ist. Mhm. Sehr gut. Wir befinden uns leider Gottes, muss man sagen, in einer Krise. Viele Leute verlieren. Im Leben geht es generell darum, um gewinnen und um zu verlieren. Im Fußball umso intensiver. Du hast quasi, wenn es blöd hergeht, mehrere Wochen Spiele ohne Siege. Wie geht man damit um als Trainer, der was auch schlussendlich die letzte Verantwortung trägt? Was spürt sich da im Kopf vor? Wenn der Schiedsrichter abpfeift nach 90 Minuten und du ja vielleicht deine Burschen schon mit gesenktem Kopf siehst, wie es Richtung Kabine gehen, was spürt sich da? Wie fühlt man sich da? Naja, wenn man verliert, fühlt man sich einmal nicht gut. Und auch ich bin jetzt schon 51, aber als Trainer habe verschiedene Entwicklungsschritte durchgemacht. Ich habe nach Niederlagen sehr emotional reagiert, früher, wo ich noch jünger war, und versuche das aber jetzt sehr realistisch einzuordnen. Das heißt, für mich, aber das ist, da hat jeder Trainer oder jede Trainerin eine andere Strategie, für mich ist es einmal wichtig, durchzuschnaufen, auch die Spiele in Ruhe zu lassen, außer es ist einer wirklich komplett am Ende, dann geht man natürlich hin und versucht ihn aufzumuntern oder zu trösten. Ich persönlich halte auch nichts unmittelbar nach dem Spiel von diesen Kreisen, egal ob jetzt Sieg oder Niederlage, wo dann noch der Trainer irgendwelche wichtigen Worte sagt. Ich brauche selber für mich ein paar Minuten, um mich zu sammeln. Oft im Profifußball ist es so, du musst noch zwei Minuten schon zum ersten Fernsehinterview, musst auch da wieder auf die Ratio zurückgreifen können und nicht von der Emotionalität her Aussagen zu treffen, die dann nachher vielleicht dir leid tun oder wo du dann eine ganze Woche bei Höhe hast, weil du irgendwas gesagt hast, was in der ersten Emotion vielleicht falsch rüberkommt. Und versuch dann einfach für mich das Spiel einzuordnen. War unsere Vorbereitung aufs Spiel, unser Matchplan, war das gut, war das ausreichend? Haben wir Fehler gemacht, wenn wir verloren haben? Oder ist uns das gelungen? Und es gibt Spiele, die man verliert, wo der Matchplan gut funktioniert, wo der Gegner halt dann ein Tor schießt, das nicht zu verhindern ist, sogar ein Freistoß aus 25 Meter direkt ins Kreuzeck über die Mauer oder ein super Spielzug, den man nicht verteidigen kann. Man hat selber dann an dem Tag nicht die Konsequenz, um ein Tor zu schießen. Er geht an die Stange, der Torhüter hält gut, dann muss man das einmal einteilen von der Leistung. Das ist das eine. Und das ist das Handlungsziel, das man trotz der Niederlage ja erreicht hat. Und das zweite ist das Ergebnisziel und dann muss man einfach versuchen, das sachlich zu analysieren. Es ist natürlich schon ein Riesenunterschied, ob du im Profifußball bist, weil da ist die einzige Wertung ist Punkt, Niederlage oder Sieg, das ist die einzige Wertung. Im Nachwuchsfußball ist es da etwas entspannter, weil da sind die Kriterien dann so, ich habe jetzt den Jahrgang 2003 und für mich ist wichtig, natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Fußballakademien, die ja unter dem Jahr den Löwenanteil der Arbeit mit den Spielern leisten, wie viele Spieler aus dem Jahrgang bringen wir in den Profifußball? Also das ist eigentlich die einzige Währung, die in der Entwicklung zählt, selbst beim ÖFB. Wobei wir natürlich wissen, wenn wir gut arbeiten, gewinnen wir Spiele. Wenn wir Spiele gewinnen, qualifizieren wir uns auch für Europameisterschaften oder vielleicht sogar einmal für Weltmeisterschaft. Und da will man natürlich dann dort auch erfolgreich sein. Aber die große, harte, einzige Währung im Nachwuchssport allgemein ist, wie viele schaffen es in den Spitzen, in den Leistungssport. Und kennt das du jetzt einen Amateursportler, genau, in SK müssen wir wieder richten, einen Amateursportler einen Tipp geben, wenn jetzt zum dritten Mal, zum vierten Mal hintereinander das Spiel verlieren, vielleicht schon überlegt, ja, macht man das überhaupt noch Spaß oder wie man damit umgeht, dass man möglichst rasch wieder aus dem Tief rauskommt und vielleicht sogar stärker rausgeht, als wie wenn man das Spiel gewonnen hätte im Endeffekt. Also, da hat natürlich der Trainer eine wichtige Funktion. Ja.
Der Trainer ist natürlich genauso enttäuscht, wie die Spieler enttäuscht sind, aber der Trainer hat vorhin da die Aufgabe, beim ersten Training nach dem, was ich, am Dienstag, wenn am Samstag Spiel ist, wird am Dienstag oft trainiert, hängt natürlich von der Liga ab, wie oft in der Woche trainiert wird. Und wenn man sagt, am Dienstag wird trainiert, einfach mit Trainingsformen, die ruhig intensiv sein können, aber vor allem viel Spaß vermitteln. Und was vermittelt Spaß? Das sind entweder Torschussübungen, das sind Spielformen. Was vermittelt keinen Spaß im Fußball? Das sind uneintönige Läufe. Das ist Einschleiftraining, was man eigentlich gar nicht mehr macht, weil da ein kleiner Hinweis an alle Nachwuchstrainer oder auch Amateurtrainer. Alles, was mit Ball ist, ist besser, weil die Spieler besser lernen. Weil wenn man Übungen macht, die sie wiederholen, die einen monoton sind, speichert das Hirn schnell ab und die machen die Übung nur so und brauchen nicht mehr denken. Das heißt einfach, neue Impulse zu setzen, neue Reize im Training zu setzen, das ist das Wichtigste. Und ist natürlich ein Unterschied, wenn ich 5 hintereinander 10-0 verliere, dann ist man wahrscheinlich die Liga zu hoch als Mannschaft, das muss man auch so deutlich sagen. Und dann muss man schon wieder Ziele für die kommende Saison schaffen oder kleine erreichbare Ziele in einer Halbzeit zu schaffen. Mir ist es in Erzogenburg im ersten Jahr ähnlich gegangen. Der Verein ist mit meinem Vorgängertrainer eher zufällig und nicht geplant aufgestiegen, musste dann die Mannschaft aus finanziellen Gründen sogar musste einige gute Spieler abgeben und wir waren vom ersten Spieltag eigentlich chancenlos und wir haben uns so kleinere Ziele gesetzt, wir haben viele junge Spieler eingebaut in der ersten Landesliga. Wir haben gesagt, wir bekommen nur 2 Tore pro Halbzeit gegen diesen übermächtigen Gegner. Also und haben versucht, über diese kleinen Ziele einfach die Motivation hochzuhalten. Und das ist uns trotz des Abstiegs, der nicht lustig war, aber der erwartbar und voraussehbar war, ganz gut gelungen. Und 3 Jahre später sind wir mit vielen Spielern aus dieser Mannschaft dann wieder aufgestiegen. Wenn wir da zum Beispiel an Cristiano Ronaldo denken, muskulös, top durchtrainiert. Was man aber nicht sieht, die Fitness im Kopf. Welche Rolle spielt die? Hat es da im Sport? Schaffen es vielleicht Personen, Spieler, die was von der Physis her nicht so stark sind, vielleicht das auszugleichen, indem sie eine gute mentale Einstellung haben? Gibt's da? Also ich glaube, um wirklich an die Spitze zu kommen, brauchst du beides. Wir sprechen ja jetzt im Fußball vom Talent, nicht mehr von dem, der super mit Ball umgehen kann. Aber den der Trainer 7-mal sagen muss, du musst aber nach hinten anlaufen oder du musst auch verteidigen oder wenn du den Ball verlierst, darfst du nicht deine Mitspieler anschnauzen. Das ist ein Spieler, der fußballerisches Potenzial hat. Aber vom Talent reden wir jetzt nur mehr, wenn der auch die mentale Stärke hat, um an die Spitze zu kommen. Das heißt, wenn der leistungsbereit ist, wenn der eigenmotiviert ist, wenn der auch das Umfeld hat. Ja, es gibt Studien, die sagen, ohne Eltern kommst du im Profifußball, oder sagen wir so, 3/4 der Spieler, die im Profifußball sind, haben Eltern, Großeltern, die unterstützend sind, die geht es gar nicht ums Geld, aber die Zeit haben, sie zum Training zu führen oder wenn sie dann im LAZ oder in der Akademie sind, sie hin und her zu führen oder auch finanziell ein Internat sich zu leisten, leisten zu können. Also das ist das eine. Das heißt einmal, fußballerische Begabung, die entsteht aber auch nicht bei der Geburt. Die muss man auch üben, da muss man auch schon motiviert sein. Weil wenn ich als Kind nicht, als Bub, als Kleiner nicht schon versucht zu kicken, dann das habe ich ja nicht. Das ist ja nicht eine Zaubergeschichte. Und das Zweite ist immer die Motivation, die Einstellung zum Sport. Das muss beides zusammenfassen. Spieler wie Cristiano Ronaldo haben eigenen Ernährungscoach, der komplett abgestimmt ist auf seine Bedürfnisse. Cristiano Ronaldo hat einen eigenen Schlafcoach sogar, der hat Gehirnströmmessungen gegeben, der ihm dann sagt, wie lange er schlafen muss, wann er schlafen muss, ob er unter Tag schlafen muss, wenn Spiele sind, wie da seine beste Vorbereitung ist und der setzt es hundertprozentig um. Umsonst sind Spieler wie er nicht über 10 Jahre schon an der Spitze dieses Sports und entscheiden nach wie vor Spiele im Alleingang für ihre Mannschaften. Man sieht immer nur, wenn er postet oder wenn er teure Autos oder Fotos von seiner Villa herzeigt, aber da steckt sehr viel harte Arbeit und sehr viel Verzicht dahinter. Also die Profifußballer, die da an der Spitze sich über so viele Jahre halten, die sind nicht die, die jedes Wochenende Party feiern. Und welche Tipps gibst du deinen jungen Burschen damit? Also die werden wahrscheinlich alle das Ziel haben, ich will einmal der nächste Cristiano sein. Holst du die auch ein bisschen, wie soll man sagen, herunter oder sagst du,
Sie sollen das realistisch einschätzen oder ist es gar nicht zielführend, dass man ihnen da irgendwie Limit setzt? Genau, also das Wichtigste ist einmal, sie sind selber für das verantwortlich, was passiert. Natürlich bedingt es, dass sie sich nicht schwerer verletzen. Also wenn du mehr arg gefault wirst und die Knie sieht, dann kannst du jetzt wenig dafür. Aber jetzt vom anderen her, deshalb versuchen wir auf diesen Ebenen einfach die Spieler zu unterstützen. Aber es ist auch so, wenn wir der Meinung sind, er braucht ein Zusatztraining im fußballerischen Bereich oder im athletischen Bereich oder er muss seine Ernährung umstellen, dann helfen wir ihm natürlich. Mhm. Aber für die Umsetzung nach dieser ersten Hilfephase ist er selber verantwortlich. Und wenn wir dann sehen, es kommt nichts vom Spieler, dann muss man dem aus gewissen Talenteförderungsprogrammen rausschließen. Mhm. Heißt aber nicht, dass der 3 Jahre später macht's Klick und der ist halt der Spätstarter und kommt nochmal. Mhm. Aber dann setzen wir diese Energie und diese Ressourcen auf andere Spieler. Die Spieler heutzutage sind sehr viel mündiger als in der Zeit, wo ich in diesem Alter war. Sie wissen schon viel mehr über den Sport, über ihren Körper, über das, was dazugehört, was die leistungsbestimmenden Faktoren sind. Und eins darf man nicht vergessen. Einerseits, wir übernehmen sie im ÖFB, also Nationalmannschaft beginnt mit U15, das heißt, da sind es 14 Jahre. Und begleiten sie dann und sie müssen schon auf sehr viel verzichten. Mhm. Also wenn man dann sagt, naja, du bist der Fußballer, das sind schon sehr harte Jahre, wo andere sich regelmäßig mit Freunden treffen können. Das geht nicht, weil jedes Wochenende Spiele sind. Wenn es Übernachtungen gibt, wenn sie in Vorarlberg oder in Tirol spielen oder noch weiter weg, wenn sie zu Turnieren fahren, wenn sie 5-mal in der Woche Training haben, wenn die Schule komplett abgestimmt ist, wenn jeder Tag genau getaktet ist, wann ist Schule, wann ist Training, wann ist Lernen, wann ist Essen. Also das ist schon ein hartes Brot und wir wissen trotzdem, dass es viele nicht schaffen. Und geschafft haben also als Fußballgesellschaftspolitisch dann, als Spitzenfußball im Nachwuchs, wenn selbst die Spieler, die dann nur, und das meine ich überhaupt nicht respektlos, weil ich komme von dort, nur in der Landesliga spielen oder noch weiter unten, die dann sagen, das war so eine geile Zeit in der Akademie damals, ich habe es halt leider nicht geschafft, wie andere besser waren oder den letzten Sprung und brauchst ein bisschen Glück auch dazu, wenn die das sagen können, dann haben wir es als Fußball wirklich so auch geschafft. Was kann da der ÖFB grundsätzlich unternehmen, wenn es darum geht, 35, Karriereende und dann stehen die Spieler vielleicht da, haben wir super Fußballausbildung genossen, aber es beginnt in Wahrheit ein neuer Lebensabschnitt, dass die Leute da nicht in ein Loch fallen, sondern eine Perspektive kriegen. Für die Spieler, die mit 35 in ein Loch fallen, ist der ÖFB dann, oder fühlt sich der ÖFB dann, glaube ich, nicht mehr zuständig. Wir sehen unsere Verantwortung vor allem im Nachwuchs hinführen zum Erwachsenenfußball, unterstützen eben das Akademie-Modell, wo begleitend zur fußballerischen Ausbildung auch eine berufliche oder eine schulische Ausbildung gewährleistet wird. Jetzt wenn wir ja nahe sind, in St. Pölten nehme, die haben ein Park für Leistungssportler, das nicht nur Fußballer, sondern andere Sportarten führt, gegenüber gleich von der Infoarena, vom Stadion in St. Pölten. Das steht 4 Jahre, 5 Jahre dauert, das heißt, dass da die Trainingszeit entsprechend eingerechnet wird und für Schüler, die in die Handelsschule gehen wollen, ein Modell, das 4 statt 3 Jahre dauert und das funktioniert. Es hat auch früher Modelle gegeben, wo Spieler in eine Lehre gegangen sind, zum Bürokaufmann oder kaufmännische Lehre war das, was ich mir erinnere. Aber das ist sehr schwierig. Ja. Also wenn du den Akademieweg gehen willst, musst du bereit sein, in die Schule zu gehen. Natürlich ist dann so, wenn einer mit 17 so ein super Talent ist, dass der dann einmal sagt, ich pfeife auf die Schule. Also da kann jetzt keiner dann sagen, du darfst nicht mehr spielen, aber das entscheiden ja Eltern dann oder bei den meisten sind auch Berater dann schon dabei gemeinsam und die setzen auf das Pferd Fußball, das gibt es auch. Du kannst nur versuchen zu sagen, ja, aber du kannst dich nicht mehr verletzen und mit 17, 18, 19 hast du auf keinen Fall, egal was ist, so viel Geld verdient, dass du ausgesorgt hast. Für den Spitzenfußball oder auch für Profispieler bietet aber die Fußballergewerkschaft gemeinsam mit der gibt es eine Organisation, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, das ist so ähnlich wie NADA, also wie die Dopingagentur für den Spitzenkader heißt die, Kader, jetzt fällt es mir ein, wo Spitzensportler alternierend schon Ausbildung machen können für Projektmanagement, für Eventmanagement oder auch für Management und das begleitend machen können und die dann eine fertige Ausbildung haben. Also da gibt es und die über den Tellerrand schon als Spieler hinaus sehen, die wissen dann schon mit 26, 27, 28 so
Die Millionen habe ich nicht, ich habe jetzt gut verdient, aber da kann ich 2-3 Jahre leben und dann ist auch vorbei, ich brauche was Zweites noch. Ja, dann möchte ich auch gleich das nutzen. In Österreich gibt es keine Fußballmillionäre, so ganz, so gibt es vielleicht, aber das sind ganz große Ausnahmen. Der Groder-Spieler verdient in der ersten Bundesliga wahrscheinlich schon mehr als ein Facharbeiter. Aber wie gesagt, die Zeit ist auf 10-12 Jahre beschränkt, das darf man nicht vergessen. Aber wie gesagt, da kommt man dann, kann man sich was auf die Seite legen, kann man sich vielleicht eine Wohnung kaufen, aber das war's. Und die Spieler, die in der zweiten Liga spielen, die verdienen kollektiv 1300-1400 Euro brutto. Also da wird man nicht reich, das ist das Sprungbrett nach oben und mehr ist da nicht. Also es ist auch nicht immer so, diese Mehr vom tollen Fußballprofi, das geht in England, Spanien, in Deutschland natürlich, darum wollen auch alle dorthin und das ist auch gut. Weil je mehr Spieler im Ausland spielen, desto höher ist die Qualität in der Nationalmannschaft. Wenn wir über Fußball reden, dann denken die meisten wahrscheinlich an 22 Männer, die am Ball noch rennen. Warum war Frauenfußball so lang in den Kinderschuhen? Ist es ein Zeichen der Zeit, dass das Gott sei Dank mehr kommt, dass sie die Mädels jetzt da am Platz, ich will nicht sagen trauen, aber welche Ursachen hat das gehabt, dass vielleicht der Fußball immer sehr männerdominiert war und die Frauen, ja, man höchstens in der Kantine gesehen hat, wenn man es ehrlich sagen. Ja, ich glaube, es war einfach gesellschaftspolitische Sache, dass es früher nicht so gern gesehen worden ist, anscheinend, dass Frauen Fußball spielen. Es gibt ja jetzt gerade auf der UEFA zwar gesendet, aber auf ÖFB TV eine tolle Dokumentation, 30 Jahre Frauenfußball in Österreich. Also die kann ich wirklich jedem ans Herz legen, ist auf allen Kanälen jederzeit abrufbar. Aber der Frauenfußball hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Ich bin ja mit den Kollegen, die in der Frauenakademie in St. Pölten, der ÖFB hat ja in St. Pölten eine Frauenakademie, wo die besten U15 bis U19 Spielerinnen ja tagtäglich dort gemeinsam in die Schule gehen und vor allem trainieren, ausgebildet werden. Und auch die Irene Fuhrmann, die jetzt die Teamchefin ist, kenne ich sehr gut und bin über unsere ÖFB-Sitzungen und auch solchen Meetings sehr in einem sehr engen Austausch. Also das ist richtiger Fußball. Das Einzige, was die Frauen limitiert, ist wie im 100-Meter-Lauf. Sie können aufgrund der Anatomie nicht so schnell laufen und so hoch springen wie die Männer. Aber vom Taktischen her, von der Umsetzung her, von der Professionalität her ist das inzwischen auf einem Niveau wie die Männer. Das Einzige, was leider noch fehlt, ist die Bezahlung, weil die österreichische Bundesliga, die Frauenbundesliga, ist leider noch nicht so weit, dass da die Frauen davon leben können. Und das war halt der nächste Schritt, dass man die zumindest dorthin bringt, dass sie während der Zeit des Fußballs auch davon leben können. Du hast zuerst eine kleine nette Geschichte über das Trikot hier auf der rechten Seite von mir erzählt. Was gibt's denn da zum blau-gelben Trikot noch zu wissen? Hast du das bei einem Spiel getragen oder hast du das geschenkt gekriegt? Gibt es da eine Geschichte dazu? Nein, da gibt es zu diesem eigenen Trikot gibt es eigentlich keine besondere Geschichte dazu. Das ist ja, glaube ich, ein Trikot, weil der Ausrüster ein anderer ist. Das war noch meiner Zeit jetzt. Ich bin nicht so ein großer Trikotsammler. Mit SKN habe ich natürlich einfach so viel emotionale Verbindungen, dass diese Erinnerungen an Blau-Gelb, an St. Pölten, an Niederösterreich, an den SKN immer ganz ein besonderes ist, ein Verein in deiner Heimatstadt wie Dornröschen wach zu küssen, mit sehr vielen jungen Spielern, was ich vorher immer kritisiert habe, warum nicht eigene Spieler aus der St. Pölten Akademie spielen, den Aufstieg zu schaffen, mit dem niedrigsten Budget immer unter die Top 4 oder 5 zu kommen und dann die Basis zu legen, dass in deiner Heimatstadt ein Stadion gebaut wird. Das ist wirklich was für mich und für alle, die damals beteiligt waren, da gibt es sehr viele Menschen, die ganz wichtig waren, einfach sehr emotional verbindet mit der ganzen Sache. Und wenn du das Ganze jetzt nochmal Revue passieren lässt, schlussendlich bist du dann doch von dort, hast gehen müssen, sagen wir mal so, spielt das heute noch eine Rolle? Ist so ein schmerzhafter Abschied, dann verändert das den Blickwinkel auf die schöne Zeit, die was man gehabt hat? Nein. Also ein klares und deutliches Nein. Jetzt mit viel Abstand. Natürlich, ich bin noch, ich glaube, 6,5 Jahre beurlaubt worden.
die unmittelbare Zeit oder die Zeit der Entscheidung, wobei das zeichnet sich ab. Das ist ja nichts, was die von heute auf morgen wie der Blitz oder der Schlag trifft. Das spürt man ja. Aber die Zeit war natürlich schon sehr emotional. Das war schon sehr, es war logisch in dieser, ich kann es auch verstehen jetzt. Aber es hat schon eine Zeit gedauert, um mich damit abzufinden. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man so lange Trainer ist. Nur dazu war es das erste Mal, dass ich gegangen wurde. Sonst bin ich immer selber gegangen nach einer gewissen Zeit. Bei einem Verein, ich bin ja bei meiner Bundesliga-Zeit dann in Altach, war ich nicht erfolgreich. Da bin ich auch gestanzt worden, wie man im Fußball sagt. Aber da war das weit einfacher für mich zu verarbeiten, nach einer gewissen Zeit als nach 6,5 Jahren beim SKN. Das hat länger gedauert, aber wichtig ist, und das habe ich bei beiden Sachen mitgenommen, dass man sowohl, wenn man scheitert, reflektiert, das ist extrem wichtig, aber nur wichtiger ist, dass man reflektiert, wenn es gut läuft. Mhm. Weil erstens fällt es leichter und zweitens kann man da dann die Weichen stellen, um Niederlagen dann leichter verkraften zu können. Und ich glaube, Reflexionsfähigkeit ist nicht nur im Sport extrem wichtig, sondern auch im Leben allgemein. Weil wenn man wo erfolgreich ist, dann ist es auch wichtig, dass man feiert, das gehört dazu. Mhm. Aber dieses Feiern darf nicht diesen kritischen Blick auf das Ganze übertünchen. Also da muss man schon sehr genau hinschauen, warum waren wir erfolgreich? War alles, weil wir so gut waren oder haben wir Glück gehabt? Und wie können wir den Faktor Glück oder Zufall minimieren, und dieser nächste Schritt ist dann der wichtigste, und das habe ich dann auch gelernt. Ich meine, ich war immer sehr erfolgreich im Fußball bis zum Ende vom SKN und habe erst dann begonnen zu reflektieren. Ein bisschen früher war vielleicht besser gewesen, aber ich nehme, das war Entwicklung, und jetzt denke ich, kann ich mit Sieg, aber auch Niederlagen ganz gut und professionell umgehen. Sehr gut. Vielleicht dann, wenn wir schon zum Ende kommen, schon langsam, wenn da jetzt der junge Nachwuchskicker zuschauen, welchen Tipp kannst du denen geben, dass vielleicht auch mal dort stehen, wo du jetzt stehst? Ja, also wenn ein Tipp für einen 8-9-Jährigen gibt es nicht, weil wenn die Talent haben und dieses Talent sein ja impliziert, sie wollen gern Fußballer, dann spielen sie einfach selber. Einfach spielen. Ich halte nichts davon, mit Kindern bis 10, 11 Jahre irgendwelche taktische Sachen zu machen, sondern da kann man so viel in Spielformen machen. Und die Trainer einfach die Kinder spielen lassen. Man darf sich als Trainer nicht zu wichtig nehmen. Man ist wichtig natürlich, aber man ist nur ein Unterstützer, ein Ratgeber, und je kleiner die Kinder sind, ein väterlicher Freund oder ein Onkel. Und es gibt aber nichts Schöneres, als wenn man Spieler begleitet. Wenn man Spieler jetzt so auf dem Niveau, wo ich arbeite, das ist natürlich das Höchste in Österreich ist, Spieler mit 14 Jahren sieht, begleitet, sie unterstützt, und dann, wie zum Beispiel von Rapid Yusuf Demir, das ist einer von unserem Jahrgang, der dann in der Champions League Quali-Tore schießt, der gegen Salzburg jetzt überragendes Spiel gemacht hat am letzten Wochenende, und das ist schon schön zu schauen, und nur schöner ist es dann, zu schauen, wie der als Persönlichkeit geblieben ist. Den hypen alle, der wird seinen Weg machen, davon bin ich überzeugt, und er ist genau der gleiche in seiner Grundart, wie er mit 14 Jahren war. Und da hat der Fußball so eine riesige Kraft, aber nicht nur im persönlichen Bereich, sondern allgemein hat der Sport eine riesige integrative Kraft. Also wenn man diesen Terror von Wien jetzt annehmen, was ich auf der anderen Seite sehe, wie viel Kraft der Fußball hat, ob da die Spieler weiß, schwarz, grün, blau, egal was sind, die spielen miteinander, die arbeiten miteinander, die sind Freunde miteinander, und deshalb die beste Integration ist der Sport. Egal ob jetzt Fußball, Handball, Basketball, Tennis, ganz egal was, aber der Sport hat so viel Kraft, um Vorurteile zu überwinden, um die Leute ganz normal miteinander umgehen zu lassen, und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich im Sport arbeiten kann und das täglich auch erlebe, wie da verschiedene Kulturen, Religionen, Menschen miteinander spielen und Freude haben, und das macht mich auch sehr stolz. Super, wunderbar. Die Frage, ob grün oder violett, haben wir gesagt, stellen wir nicht, weil die stellt sich ja gar nicht in Wahrheit. Martin, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich sehe da, es sind über 30 Minuten, die Zeit ist flutsch vergangen, also vielen Dank.
An die Leute da draußen, ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen, druckt's, gefällt mir, teilt die Geschichte, sagt es weiter. Ich sage mal danke, Martin. Bitte gern. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht wieder mal sehen. Weiterhin, ja. Und servus, pfiat Gott, bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa.